Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute mal wieder zu Besuch bei MTB Sound Spree und wir schauen uns heute ein bisschen die Obea-Räder an. Denn die Michi suchten Light-EMTB und die Obeas sind ja da ganz weit vorne. Und da hier einige stehen, checken wir das heute zusammen ab. Viel Spaß beim Video. Leute, ihr habt gesehen, wie die Michi das Bike kurz Probe gefahren ist und ich habe euch so ein paar Aufnahmen von außen gezeigt, aber ich möchte euch natürlich auch ein Fahrrad so ein bisschen vorstellen. Und zwar haben wir uns dafür jetzt das Topmodell geschnappt natürlich. Erstmal die Farbe, sieht mega Hammer aus. Die Teile, die verbaut sind, sind schon absolute Spitzenklasse. Wir haben einmal eine Fox 36 Factory Kashima, dann Crossmax Carbonfelgen, die auch nochmal Gewicht sparen. Eine Shimano Deore XT Bremse, die ich ja, wie ihr wisst, mittlerweile sehr gerne hätte. Dämpfer ist ein Fox Factory Float X, auch Kashima. Also die Teile, die verbaut sind, sind schon allererste Sahne. Und ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt bei einem Bikehersteller irgendwo ein Bike kauft, was schon diese Teile hat, dann rechnet ihr ja schon meistens mit so an die 10.000 Euro. Aber wir haben 8.300 Euro nur bei diesem Modell jetzt. Also Preis-Leistung auf jeden Fall mega für ein Light-EMTB. Ich glaube, das wiegt jetzt etwas über 17 Kilo nur. Muss ich schon sagen, ist auf jeden Fall eine Ansage. Bei dem Fahrrad jetzt in Größe L sogar. Also auch schon nicht ein ganz kleines Fahrrad. Wenn ihr auf der Homepage guckt, da gibt es ja auch noch viele, viele andere Modelle. Das, was dort als leichtestes Gewicht angegeben ist, ist auch immer die Top-Ausstattung. Also nicht da verwirren lassen, wenn ihr dann irgendwie einen Alu-Rahmen habt, dann ist das wahrscheinlich einfach ein bisschen schwerer. Zwei, drei Besonderheiten bei Obea auf jeden Fall. Das ist halt komplett, alle Teile, alle Farben könnt ihr selber konfigurieren auf der Website. Und das ist auf jeden Fall eine Ansage. Ich zeige euch mal hier hinten ganz kurz, wie viele Farben es eigentlich gibt. Das hier ist die ganze Farbpalette. Also ihr seht, ich kann euch gar nicht alles auf einen Blick jetzt zeigen. Aber es ist alles da, was das Herz begehrt. Unter anderem so ein Glitzer-Lila, was natürlich die Michi ganz toll findet. Die ganzen Farben könnt ihr aussuchen. Dann die Teile alle gestalten und so weiter und alles zu einem Preis, der auf jeden Fall top ist. Ich bin sehr, sehr gespannt. Eine Sache noch zum Thema Qualität. Die Rahmen haben lebenslange Garantie bei Obea. Das heißt, ja, solange ihr damit nicht unsachgemäß umgeht natürlich. Aber ja, lebenslange Garantie auf die Rahmen ist auf jeden Fall auch eine Sache, die spricht schon für sich und vor allem für ja, das Selbstbewusstsein, was Obea hat und wie sehr Obea auch den, ja, den Bikes da vertraut. Ich freue mich sehr, wir dürfen die Bikes demnächst auch mal richtig testfahren, denn der Laden hier bekommt eine Testflotte von Obea und das heißt, man kann dann einfach mal auch ein paar Bikes richtig Probe fahren. Darauf freuen wir uns sehr, dann nehmen wir euch auf jeden Fall wieder mit. Also wenn ihr euch für ein Obea interessiert oder auch für andere Bikes, wisst ihr Bescheid, schaut gerne hier MTB Sound Spree, schaut ihr einfach mal vorbei. Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wir gehen jetzt noch ein klein bisschen shoppen, weil wir brauchen noch ein paar Kleinigkeiten aus dem Laden.
Und ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.